immer auch eine Einladung, uns auf den Weg zu machen, und zwar einen Besuch im Haus Mariens, bei ihr zu Hause anzukommen mit allem, was jede und jeder von uns auf dem Herzen hat. Ich lade Sie ein, dass wir uns nun auch innerlich in unseren Herzen aufmachen zu Maria, zu ihr nach Hause. Alles möchte ich dir erzählen. Alle Sorgen, die mich quälen, alle Zweifel, alle Fragen möchte ich, Mutter, zu dir tragen. Deshalb wird auch das Kind Heilig und Sohn Gottes genannt werden.
Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium, Vorbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Zweitwichtigsten Wallfahrtsort Italiens geworden. Die
Ende besagt, dass Engel das heilige Haus, in dem Maria aufgewachsen und die Verkündigung des Erzengels Gabriel empfangen hatte, von Nazareth nach Loreto übertrug. Tatsächlich ist allerdings eher davon auszugehen, dass die Kreuzfahrer das heilige Haus Stein für Stein nach Italien brachten, nachdem sie das heilige Land an die Muslime verloren hatten. Sofort fallen uns in Caravaggios Gemälde die beiden Pilger auf, die der Maler in sehr charakteristischer Weise darstellt. Beiden Personen ist der zurückgelegte Pilgerweg unmittelbar anzusehen. Mit dreckigen Füßen und matter, derber Kleidung kommen die Pilger zum Haus Mariens. Dennoch wirken sie wahrhaftig angekommen. Man sieht ihnen an, dass sie nach der beschwerlichen Reise ihr Ziel, also die Gottesmutter selbst, erreicht haben. Dabei verstecken sich die beiden Pilger nicht oder versuchen da, die Spuren ihrer Lebensreise zu verbergen. Sie treten vor Maria und das Jesuskind in totaler Ehrlichkeit, Echtheit und Natürlichkeit, eben ganz so, wie sie sind. So ehrlich und im wahrsten Sinn des Wortes ungeschönt, wenden sie sich voll Vertrauen mit ihren Sorgen und Anliegen an die Gottesmutter und an Jesus. Der Maler wählt nicht zufällig das heilige Haus als Wirklichkeit und dargestellte Szene. Gerade zu jenem Haus, in dem Maria selbst zur Herberge für den Heiligen Geist und damit für Gott selbst wird, als sie ihr Ja zu Gottes Plänen gibt, kommen die beiden Pilger mitsamt all dem Ballast, den sie mit sich tragen, gepilgert. Dort, wo sich Maria einst von enormem Vertrauen geführt auf Gott einlässt und daraufhin selbst, zur zentralen Figur der Menschwerdung Gottes wird, kommen die Pilger an und dürfen sich ebenso vertrauend an Maria wenden. Gleichzeitig verliert der Maler aber keinesfalls den Bezug zur Realität, sondern bleibt voll und ganz in unseren menschlichen Grenzen und Rahmen. Die zutiefst nahbare Mutter Gottes zeigt den Pilgern zugewandt sich selbst und Jesus. Die Heiligen scheinen dezent in den Hintergrund. Es wird deutlich, dass es Maria hier um das Jesuskind geht. Sie nimmt sich selbst zurück und versteht sich als Mittlerin, als Brücke zwischen anbetenden Pilgern und Jesuskind, zwischen menschlichem und göttlichem. Die Madonna der Pilger lädt uns Christinnen und Christen dazu ein, alles, was wir auf der Seele tragen, Vertrauen zu Maria und zu Jesus zu Sie lädt uns ein, Sorgen, Ängste, Nöte, Schmerzen und Unsicherheiten nicht zu verdrängen, sondern ganz bewusst wahrzunehmen. Wenn wir uns dem, was uns bedrückt, was uns schmerzt, ehrlich stellen, es ehrlich wahrnehmen, können wir es immer wieder mitnehmen zu Maria. Dabei dürfen wir getrost auf bewährte Helfer vertrauen, auf Gebete, auf Reden, die uns zum Pilgerstab auf unserem Weg zur Mutter Gottes werden können. Maria lädt jede und jeden von uns immer wieder ein, den Alltag bewusst zu verlassen und die Reise zu ihr anzutreten. Wir alle sind eingeladen, immer wieder auf die Reise zu gehen. Trauen wir uns, nehmen wir den Pilgerstab in die Hand. Maria erwartet uns.